Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Map angeschaut. Die Lady Hill von FS Landscaping. Wir haben 266 MB im Download. Hier braucht noch zwei Mods, einmal die platzierbaren Fahrzeuge und die englischen Getreidehallen oder so ähnlich. British Grain Sheds. Wir springen mal direkt rein. Wir befinden uns in Nordirland. Ein realer Nachbau. Also heißt so. Soll so sein. Wir haben, gehen mal direkt auf die Karte, 158 Felder. Ihr seht einen Großteil davon Gras. Ja, wir sind in Großbritannien. Nordirland gehört ja mit dazu. Drei Viehweiden, vier Kuhställe, Schafweide, Pferdeweide, acht kleine Bauernhöfe. Ja, nur, damit ihr es schon mal gesehen habt. Wir haben hier einen kleinen Hof, wir haben da einen, wir haben da einen, wir haben da einen. Das ist ein relativ großer Hof, den nehmen wir aber mit. Das ist quasi der Heimathof. Wir haben hier einen, wir haben da einen, wir haben da einen und wir haben da einen. Und ich glaube, das müssten acht gewesen sein. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube schon. Jo. Wir befinden uns hier relativ zentral. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Produktionen und so. Es gibt ein paar Flächen, wo man sich was hinstellen könnte. Und es ist sehr viehlastig. Ja, wir haben hier eins, zwei Weiden, einen Stall, insgesamt 600 Tiere, also 600 Kühe und nochmal 100 Schafe. Das alles nur an diesem Hof. Es gibt eine Besonderheit, können wir uns direkt mal angucken. Es gibt nämlich im Baumenü sogenannte temporäre Ställe, temporäre Weide. Gibt es das nur für? Ah, gibt auch für Schafe. Also gibt es für Schafe und für Kühe. Da seht ihr, gehen 200 Stück drauf und die könnt ihr im Grunde auf jedes beliebige Grundstück setzen. Also muss auch gehören, ne? Kostet auch nichts. Da könnt ihr, ja, die Kühe quasi umherziehen lassen. Das ist der Gedanke dahinter. Gut, aber erstmal zur Sache. Der Haupthof. Wir haben einen Silo, viele Unterstände, relativ typisch englisch verschachtelt. Besagter Kuhstall ist hier. Hier unten sind die Schafe auf der Weide. Auf der Weide sind die anderen Kühe und da hinten ist die dritte Kuhweide. Dann haben wir das hier mit. Oh, ist eine recht schmale Einfahrt. Da könnte man mit dem Drescher schon Spaß kriegen. Mit der Größenordnung. Oh, es wird schon sportlich. Ne? Und man kommt hier auch noch raus. Ne? Und dann führt das Ganze zur Straße. Die haben keine Kolli. Diese Hecken. Oh, wir kommen gleich nochmal drauf zu. Ach komm, machen wir gleich. Das sind nämlich gar keine Hecken. Ja, wir gucken vorher nochmal kurz auf die Karte. Ja, bezüglich Waldgebiete. Es ist nicht so wahnsinnig viel Wald. Das bisschen hier. Muss mal schauen, wie dicht das überhaupt ist. Hier ist noch ein Pferdeclub als Verkaufsstelle. Und dann haben wir hier den Wald. Ja, ist relativ dicht. Aber ist nicht wirklich groß. Worauf ich hinaus will, ist das da. Es gibt zu viele Bäume. Was nahelegt, das sind normale Büsche. Wollten wir jetzt eben die Hecke, wo wir da durch, wo ich dachte, da geht's durch. Hier, da. Das sind versenkte Bäume. In den Boden versenkte Bäume. Also im Grunde sowas hier. Das da. Das hängt hier dann auch nochmal im Boden. Deswegen gibt es zu viele Bäume auf der Karte. Einfache Erklärung. Jo, ansonsten, Verkehr haben wir verbaut. Englischer Verkehr natürlich dann auf der für uns gesehen falschen Seite. Und er sagte auch, hat er irgendwas davon geschrieben? 29 individuell gestaltete Hausmodelle, Stallmodelle, 30 Stück. 30 verschiedene individuelle Stallmodelle. Es gibt aber nicht 30 Ställe hier. Also wir haben
Ich habe vorhin getestet, man kann einen von diesen frei platzierbaren setzen. Das heißt, man ist bei 9, dann ist einer zu viel. Also, aber 30, das ist wieder eine komische Übersetzung. Ich sehe hier keine 30 Stelle und ich sehe insgesamt auf der Karte auch keine 30 Stelle. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich weiß nicht, ob das hier schon. Ah, das die Getreidescheune, die ihr mit runterladen müsst. Ist das schon ein Hof? Schwer zu sagen, ich glaube nicht. Ansonsten ja, Hecken und Co. Aber dann doch eher karg bis gar nicht dekoriert, auch am Hof nicht. Da steht nicht ein Dekoobjekt rum, das sind nur die Gebäude. Und das zieht sich auch durch die Karte ja hier dann relativ hübsch mit der Mauer, eingefasst mit Zäunen. Und dann haben wir die Büsche. Ja, es ist allerdings relativ gut beschildert und so, ne? Also hier an der Kreuzung wiederum, wenn man hier mal so guckt, das ist ansehnlich. Da hinten flackert ein Tor. Aber das ist wahrscheinlich aus einem anderen Blickwinkel auf Entfernung, ist das dann weg. Das sind hübsche Häuser dazwischen. Sieht gut aus. Dann haben wir hier den Fahrzeughändler. Das Tor flackerte, warum auch immer. Halle für Lohnunternehmer. Ist es nicht. Das ist der Fahrzeughändler, der sich dann hier befindet. Springen wir mal kurz in die Richtung. Blue-Wehr-Transportstelle, reine Verkaufsstelle. Wir sehen, es ist ein bisschen hügelig. Es ist jetzt nicht bergig, aber es geht mal so ein bisschen rauf und runter. Achso, dann hatten wir da das Dings, das da, das da. Glaube ich, wollte ich in die andere Richtung. Die Wege sind relativ weit, weil es gibt relativ wenig Produktion und sowas, was ja auch mal ganz schön ist, dass es nicht zugepflastert. Das ist halt relativ nah dann am Original. Haben wir hier diese. Das war dann die Lavery Horse Club Verkaufsstelle. Von da schwingen wir uns mal hier so ein Stück Richtung Wald rauf. Da kommt nämlich dann nochmal ein Hof. Also eigentlich eine Ansammlung von Unterständen. Mehr ist dann hier oben auch nicht. Also wie gesagt, dieses mit den 30 Stellen kann ich nicht nachvollziehen. Haben wir einen relativ großen Steinbruch, hat er da was zu geschrieben? Dirtbike-Rennstrecke. Na, ich glaube, das ist nicht die Dirtbike-Rennstrecke, oder? Soll das die Dirtbike-Rennstrecke sein? Wie auch immer, auf jeden Fall liegt hier was zum Baggern rum für die, die baggern wollen, ne? Stein, Stein, Stein. Genug. Mehr als genug. Hier ist die Dirtbike-Rennstrecke. Geht dann hier auch ein bisschen in den Wald rein und so. Und nochmal mit Unterständen. Mehr Brand, ja, aus der Entfernung, okay. Sobald ihr irgendwie was mit am Meppbrand bauen wollt oder so, da ist das dann nicht so schön, ne? Also ein Blick in die Entfernung kann man gut mit leben. Sobald man irgendwie einen Hof am Kartenrand hat, gibt es ja doch was. Höfe lassen sich übrigens nicht abreißen. Gucken wir dann nochmal Sägewerk, Gesteinsbrecher. Hier ist tatsächlich dann auch ein bisschen mehr mal mit Deko. Zumindest stehen hier diese Container und sowas rum und hier liegt ein bisschen Holz rum, stehen ein paar Autos rum. Plus, ja, ist hier der Zugang in den Steinbruch? Nee, der ist hier außen dran vorbei. Ja, Beschilderung ist da, auch wenn man das hier so sieht, ne? Es hat schon was. Hat schon was. Also das Auge fühlt sich da ganz wohl bei. Hier sind tatsächlich relativ viele Bäume dann doch nochmal. Das beschränkt sich doch nicht nur auf den Wald. Mal gucken, das ist dann hier die Ecke, beziehungsweise auch hier der Hang. Da ist dann doch relativ viel los. Aber ich wollte eigentlich hinten in die andere Ecke noch. Huch. Was ist da mit dem Logo passiert? Machen wir mal oben drauf gehauen.
Bums. weil hier hinten kommen noch Höfe. Haben wir hier zumindest getarnt in Grün. Unterstände, Silo, also ein Ackerbetrieb, nennen wir das mal so. Da unten kommt noch ein Haus, da kommt der nächste Hof. Nur eine kleine Baufläche dazwischen. Ja, einen relativ großen Fahrsilo. Gerade am Überlegen, ob hier das dann, wenn es davon dann vielleicht eine Weide ist, aber da steht auch nichts rum. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, wie er. Also es müssen ja irgendwo 8 Höfe verbaut sein und wir sind echt gut getarnt. Das ist doch eine Weide hier, oder? Ist auf jeden Fall auch eine Mistplatte. Könnte ein Stall sein, ne? Oder die Kombination. Oder hier, da ist doch ein Kuhstall. Ach, dann ist das auch tatsächlich eine Weide. Jo. Also muss man genauer hingucken. Sorry dafür. Da ist ein Kreisel außerhalb der Mapkarte. Mapkarte. Außerhalb der Kartenbegrenzung. Ja, und ihr seht, es ist halt viel, viel, viel Grünfläche. Aber das ist ja auch bekannt bei englischen Karten, ne? Landschaftlich, auch hier so jetzt mit den Toren und so, kann man ja fast vermuten, dass hier auch noch mal ein Stall ist oder eine Weide. Ist das ein kleiner Hof? Möglich. Kleiner Unterstand. Also landschaftlich auch dadurch, dass ja, diese versenkten Bäume haben auch ein gewisses Flair, muss man sagen. Wir gucken mal weiter. Jetzt waren wir da hinten in der Ecke. Jetzt gucken wir mal hier runter. Haben wir hier den Bauernmarkt. Tatsächlich ein Standardgebäude. Haben wir da drüben den Viehmarkt. Heißt auf der Karte Viehmarkt Obelon. Das ist ja ganz offensichtlich der von der Elm Creek. Larsens Loyal Livestock. Und eine 99 kW BGA. Und da fällt es dann halt auf. Da ist mal so gar nichts los. Ne? Das ist einfach nur. Naja, gut, 2 Autos hat er hingestellt. Aber kein so schönes Gelände. Keine Fahrsilos, nichts. Und dann kommen wir hier zu dem Hof, den ich meinte, wenn man den bespielt und da irgendwie was baut oder so, dann bist du halt permanent am Kartenrand. Da ist noch so ein Kreisel. Und das sieht dann halt nicht so, weiß nicht, was das Nebeltal oder was auch immer. Es sieht in der Entfernung ganz gut aus. Ne? Irgendwie so. Aber sobald man hier halt irgendwie was baut oder so, ist das nicht ganz so schön. Hier ist auch dann eine kleine Siedlung daneben. Hübsche Häuschen. Zwar alles das gleiche, aber es ist egal, aber es ist halt nicht dekoriert. Es ist nichts los. Schöne Einfahrt. Das wiederum ja. Es sieht auch von der Straße her, sieht es auch gut aus. Das ist ja eigentlich die Hauptsache. Ne? Vielleicht meckere ich auch zu viel. Also es hat ein gewisses Flair. So, fahren wir hier mal runter. Haben wir hier. Ja, jetzt gucke ich erstmal genau hin. Ne? Da ist aber, glaube ich, keine Stallung dabei. Wobei, das ist ein überdachtes Fahrsilo. Frage ich. Das ist eine Frage, also ich bin mir da nicht sicher. Ist das dann vielleicht doch ein Stall? Nee, aber hier ist doch kein Stall. Hallen. Ja, Ackerhof, würde ich sagen. Das waren dann hier der da. Dann haben wir hier Vertriebszentrum, Verkaufsstelle. Und jetzt muss ich mich hier wieder orientieren. Müsste eigentlich hier runter gehen, ne? Eigentlich müsste man den sehen, wo ich jetzt gerade hin wollte. Das ist unser Haupthof. Da waren wir auch noch nicht.
relativ großer Hof und hier sind definitiv auch wieder Stallungen. Große Weide hier unten. Hat was. Es fehlt halt die Deko, aber ansonsten könnte man sich das schon herrichten, ne? Geht mal wieder hoch zur Straße. Ich nehme die falsche Richtung, Entschuldigung. Wenn da so viel los ist, also so viel in alle möglichen Richtungen auf der Karte, dann ist die Orientierung immer hart. Wenn man, ich habe die ja jetzt eben auch quasi zum ersten Mal gesehen, ne? Ja, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, hier so ein kleines Stonehenge, aber es sind nur Pflanzen. Auch hübsch. Zwar nur Unterstände und sowas, aber interessant. Ich glaube dann, Ari, habt ihr gerade gesehen, die fliegen. Die fliegen auch weit oben. Das war dann hier die Ecke. Sind wir damit eigentlich auch durch. Da ist noch die Molkerei. Das hatten wir als letztes gesehen. Fliegen noch mal von hier entlang der 45 in die Richtung runter. Da ist nämlich noch ein relativ großer Hof. Auch mit Stallung in dem Fall. Und dann haben wir da eigentlich alles abgehakt. Hier unten ist noch ein kleiner See. Bachlauf. Oh, sieht auch hübsch aus, ne? Oh, verschwindet hier. Blub, blub, weg war. Was hat was? Auch nicht schlecht anzusehen. Also insgesamt auch landschaftlich glaubwürdig. Glaubwürdige. Ich hätte beinahe gesagt, englische Karte, aber es ist ja keine britische Karte. Das ist sie. Nordirland. Aber eben nicht England. So, Landschaftsbau. Malen, wir haben die Standard-Obiloron erweitert um ein bisschen Schotter. Pflanzen, Standard-Obiloron. Bäume, wie gesagt, könnt ihr nicht setzen, weil ihr diese im Boden versenkten Bäume habt. Slots, 100.000. 100.000, obwohl hier doch relativ viel rumsteht. Was ihr allerdings, das kennt ihr auch von vielen englischen Karten, ich klicke hier gerade mal ein bisschen wilder. Das Fahrsilo könnt ihr entfernen. Das Silo könnt ihr entfernen. Und das zweite Fahrsilo könnt ihr entfernen. Und das war's. Alles andere bleibt bestehen. Allerdings schrieb er, ihr könnt die Höfe kaufen, verkaufen, wie ihr wollt. Die Deko wird dann umgeschrieben quasi aufs nächste, auf die nächste Farm-ID quasi, wenn ihr sie da verkauft oder wie auch immer. Ansonsten temporäre Rinderweidemut, Steinbruch, Dirtbike, haben wir alles, glaube ich. Jo, die Lady Hill heißt tatsächlich so. Realer Ort in der nordirischen Grafschaft Antrim, nördlich von Loch Neagh. Oh, habt ihr Bock auf England? Auf ein nicht ganz so stark dekoriertes England, trotzdem mit einem gewissen Flair, dann guckt es euch an. Ist natürlich nicht England, ist Nordirland, aber ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Macht gut. Ciao, ciao.